RTCI nous réunit. Bis zum letzten Ton, und zwar war das soeben Raging mit Kygo featuring Codaline. Einen Gruß an wen? An der Person, die neben mir, rechts neben mir sitzt, und zwar ist es die Nuria Ackermann. Nuria Ackermann, Projektkoordinatorin bei der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, ONUDI. So, habe ich es auch richtig gesagt? Ja, ONUDI ist die französische Abkürzung für die UN-Organisation, und im deutschsprachigen Raum heißt sie normalerweise UNIDO, und Hauptsitz von UNIDO ist übrigens in Wien. In Wien gibt es ja auch verschiedene UN-Agenturen. Was führt dich überhaupt hierher nach Tunesien? Ja, also ich lebe hier seit 3 Jahren und leite das PAMPAT-Projekt, das ist eine französische Abkürzung für ein Projekt, das regionaltypische tunesische Produkte fördert. Es ist, wie gesagt, wird es von der UN-Organisation ONUDI durchgeführt, wird von der Schweiz finanziert, vom Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft. Wir arbeiten eng mit dem Landwirtschaftsministerium und dem Industrieministerium zusammen, und wir kümmern uns eben, also so insgesamt gesagt, eben um die Förderung von regionaltypischen Produkten. Aber ich kann gerne noch ausführlicher darüber berichten. Was sagt man? Also welche Projekte hast du jetzt gerade, mit welchen Projekten hast du gerade zu tun? Ja, und zwar, also wir kümmern uns und unterstützen intensiv 3 Wertschöpfungsketten. Spezifisch daran, was wir machen, ist, dass wir immer Gütesiegel und Qualitätsauszeichnungen fördern. Und zwar, die 3 Produkte sind die Harissa. Und da fördern wir das Gütesiegel Food Quality Label Tunisia. Dieses Label ist relativ neu und wurde vom Industrieministerium mit dem JICA, dem tunesischen Verband der Lebensmittelindustrie, ins Leben gerufen. Heute gibt es 7 exportorientierte Firmen, große tunesische Firmen, die Harissa mit diesem Food Quality Label anbieten. Und es gibt es auch im Carrefour schon zu kaufen. Also es wird diese zertifizierte Harissa wird exportiert, aber ist eben seit kurzem auch auf dem tunesischen Markt zu haben. Außerdem fördern wir auch die Kaktusfeige, und zwar nicht nur die frische Frucht, sondern auch verarbeitete Produkte, wie zum Beispiel das Kaktusfeigenkernöl. Das Gütesiegel, das wir fördern, ist die Biozertifizierung, also alle Hektare müssen zertifiziert sein, aber auch das Öl und andere verarbeitete Produkte. Und darüber werde ich später noch ausführlicher berichten. Und die 3. Wertschöpfungskette ist die Feige aus Djebba. Djebba befindet sich im Gouvernorat von Béja. Und spezifisch bei dieser Feige ist, es ist die einzige Frucht in Tunesien mit einer geschützten Ursprungsbezeichnung. Auf Französisch Appellation d'origine contrôlée. Es gibt Weine mit Appellation d'origine contrôlée in Tunesien, aber eben keine Früchte. Und im deutschsprachigen Raum gibt es ähnliche Produkte wie zum Beispiel die Nürnberger Lebkuchen, die Spreewälder Gurken, in Österreich das steirische Kürbiskernöl. Also diese Ursprungsbezeichnung gibt es durchaus auch im deutschsprachigen Und Raum. Und bei uns ist es dann die? Die Feige aus Djebba. Die Feige aus Djebba, super. Mehr dazu erst nach dieser kurzen Musikpause. Ich lasse dich ein bisschen verschnaufen und dann kommen wir wieder zurück. Söhne Meinheims, und wenn ein Lied. Weiter geht's mit Nuria Ackermann, Projektkoordinatorin bei der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung. Kurz gesagt, französisch gesagt auch noch ONUDI. Weiter geht's mit dir, und zwar mit diesen 3 Projekten. Sind das alles, was du gerade hier machst? Ist es alles, was ihr gerade hier unternimmt?
Also wie gesagt, wir unterstützen intensiv die Harissa, die Kaktusfeige und die Feige aus Djerba. Jedoch wichtig auch zu sagen ist, wir organisieren mit der APIA, Agence de Promotion des Investissements Agricoles, und dem Landwirtschaftsministerium und dem Industrieministerium, also alle zusammen, den ersten nationalen Wettbewerb für regionaltypische Produkte. Dieser Wettbewerb wird im November stattfinden, aber bereits in 2 Wochen werden wir einen Testverlauf starten, also mit mehrere Produzenten sind schon eingeschrieben, aber wie gesagt, es wird nur ein Test sein. Die Medaillen gibt es dann im November und da können dann wirklich im Prinzip alle regionaltypischen Produkte, die verarbeitet sind und die repräsentativ sind, teilnehmen. Also sag mal ein paar Beispiele, außer jetzt die Kaktusfeige oder Harissa und was haben wir noch? Feige aus Djerba. Ja, eigentlich alles Mögliche, also von Salat Meshouia im Glas bis zu Molochia, über Olivenöl, Sardinen in Olivenöl, also. Oliven, Honig, Sirup, Rup auf Arabisch, Marmeladen, Käsesorten, also eigentlich die ganze Palette. Also schön, dass ich wirklich schon zu Mittag gegessen habe, sonst hätte ich jetzt gerade Hunger. Super, also wirklich interessant. Zurück jetzt zur Initiative, und zwar Organic Cactus Seed Oil Origin Tunisia. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schön zu lesen, aber wirklich ein Zungenbrecher ist es schon. Wie wird das produziert? Also was macht ihr? Wie helft ihr? Also und zwar in Tunesien gibt es ein wertvolles kosmetisches Öl, was leider noch nicht so bekannt ist, wie es sein sollte und wie es sich verdient. Es ist das Kaktusfeigenkernöl. Um 1 Liter Kaktusfeigenkernöl herzustellen, braucht man 1 Tonne Kaktusfeigen. Daraus entstehen dann 30 Kilogramm Kaktusfeigenkerne und daraus wiederum diese 1 Liter. Also es ist wirklich sehr arbeitsintensiv und entsprechend wertvoll. Und es ist das Anti-Aging-Produkt, das es auf dem Markt gibt im Prinzip. Es ist durch wissenschaftliche Studien bewiesen, dass die Wirkstoffe stärker und teilweise doppelt in doppelt so hohen Konzentrationen vorhanden sind wie im Arganöl. Also wie in Marokko ist ja immer wegen dem Arganöl bekannt, aber Tunesien verdient es sich, wegen dem Kaktusfeigenkernöl bekannt zu werden. Und zurück zu dieser Initiative, und zwar haben sich 5 tunesische Firmen und 6 Start-up-Unternehmen, die dieses Öl herstellen, zusammengeschlossen mit der Unterstützung des Pampat-Projekts und des Landwirtschaftsministeriums, um dieses Öl einfach besser zu vermarkten und halt als Gruppe auf den Messen teilzunehmen, als Gruppe viel Lärm um dieses Produkt zu machen, weil einzelne kleine Unternehmen können einfach nicht genug Visibilität erhalten. Dank dieser Initiative, wie gesagt, Organic Cactus Seed Oil Origin Tunisia, und aus kleine Klammer, also wichtig ist, es ist biozertifiziert, Firmen, die nicht biozertifiziert sind, können nicht teilnehmen, und zweitens eben, es kommt aus Tunesien, das ist wichtig und es sind auch Verkaufsargumente, und eben mit dieser Gruppe von Firmen waren wir zum Beispiel auf der Biofachmesse in Nürnberg, das ist die größte Biomesse der Welt, und konkret waren wir in der Kosmetiksektion Vivanes im Februar, und da waren einfach an einem gemeinsamen Stand alle Firmen zusammen vertreten, also direkte Konkurrenten, die aber das Interesse sehen, zusammenzuarbeiten, und es ist das erste Mal, dass man das im Kosmetiksektor in Tunesien hat, und es ist super. Die Initiative wurde vor circa 1 Monat in Tunesien bekannt gemacht. Wir hatten einen gemeinsamen Stand mit 11 Firmen auf der Tourismusmesse in der Spa-Sektion, weil wie gesagt, das ist ein Kosmetikprodukt, also ist es super auch für Hammams und für jegliche Pflege, für jegliche Pflegesektor. Und da haben wir dann auch entsprechend eine Pressekonferenz organisiert. Und die nächste Station ist Dubai. Da ist eine Messe, die heißt Beauty World Dubai. Und das hat Tunesien mit dem Kaktusfeigenkernöl vertreten.
Super, also wirklich sehr interessant. Du sprachst über Startups. Sind es Jugendliche? Sind da Jugendliche auch dabei? Jugendliche Tunesier dabei in den Startups? Ja, also wir reden wie gesagt nur über tunesische Firmen und bei den Startups, ja, es sind eher Jugendliche, auch teilweise unter 30 Jahre. Ich ausnahmslos alle unter 40, das kann man sagen. Und was wichtig ist, eigentlich dieser Kaktusfeigenkernölsektor ist klein, aber er wächst sehr schnell. Also seit letztem Jahr gibt es mindestens 7 neue Firmen, wenn nicht noch mehr. Aber für uns ist es eben wichtig, dass sie biozertifiziert sind, sonst können sie nicht teilnehmen. Und wer gibt dieses Biosiegel? Also ihr. Nein, das ist das normale Bio. Also es ist eine normale Biozertifizierung. Normal bedeutet, dass die international gängigen Prozeduren angewandt werden. Es gibt internationale Zertifizierungsunternehmen, die sich darum kümmern. Und ich darf auch erwähnen, die Biozertifizierungsprozedur von Tunesien wird von der Europäischen Union als gleichwertig anerkannt. Also wenn ich sage, das ist ein Bioprodukt aus Tunesien, dann darf das in der EU auch als solches verkauft werden. Es ist wirklich gleichwertig und entsprechend anspruchsvoll. Und zurück zum Öl, zum Kaktuskernöl. Wo gibt es das noch, außer jetzt Tunesien? Also ehrlich gesagt, es gibt dieses Kaktusfeigenkernöl wird teilweise in Marokko produziert. Ich glaube, es gibt auch manche Konkurrenten in Algerien. Was bis jetzt zumindest einzigartig ist, ist diese nationale Initiative, dass der Staat sich dahinter klemmt und sagt, wir müssen dieses Öl als Fördern. regionaltypisches Produkt fördern. Das ist neu, das gibt es nur in Tunesien. Und entsprechend hoffen wir, dass sich das tunesische Öl besser positionieren wird als internationale Also, Konkurrenten. wir können schon sagen, dass wir Konkurrenten, also richtige gute Konkurrenten sind. Ja. Ja? Ja. Super, das ist schon mal was Positives. Das ist sehr positiv. Super. So, vielen Dank, dass du da warst. Nuria Ackermann, Projektkoordinatorin bei der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung. Ich freue mich natürlich, dich wieder bei uns zu haben. Du hast mir irgendwas erzählt von November, glaube ich. Im November habt ihr was. Ja, der nationale Wettbewerb für regionaltypische Produkte. Und da kommst du dann wieder zu mir. Ja, gerne. Sehr Super, gerne. super. Ich widme dir diesen Song und zwar weiter geht's mit Sam Smith. Wen habe ich hier? Sam Smith. Ja, yeah, I'm not the only one. Bleiben Sie einfach nur dran.